Der britische Historiker Timothy Garden Ash hat in Aachen den Karlspreis entgegengenommen. Die Auszeichnung wird seit 1950 für Verdienste um die Verständigung und Zusammenarbeit in Europa vergeben. In seiner Dankesrede rief Garden Ash dazu auf, Europaskepsis und nationalistischen Populismus zu überwinden. Es müssten aber auch Schwachstellen des europäischen Projekts angesprochen werden. Die britische Flagge wehte heute am Aachener Rathaus, direkt neben der europäischen. Genau so schlägt das Herz des diesjährigen britischen Preisträgers Timothy Garden Ash, sowohl für seine Heimat als auch für Europa. In seiner sehr persönlichen Laudatio würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Lebensleistung des 61-jährigen Historikers und Autors. Er wurde Europas Zeuge, Europas Chronist und Europas Gefährte. Wie kein anderer hat er Europas Wachsen und Werden in den letzten 4 Jahrzehnten erlebt, erforscht und beschrieben. Der heutige Oxford-Professor ist für seine Doktorarbeit Anfang der 80er Jahre ins geteilte Berlin gereist, hat hinter den eisernen Vorhang geblickt und das Thema Europa für sich entdeckt. Mit seinem jüngsten Buch Redefreiheit lieferte er einen vielbeachteten Aufruf für Meinungsfreiheit. Garden Ash sagte in seiner Dankesrede, europäische Institutionen seien ein Mittel zum Zweck, kein Selbstzweck. Man müsse sie anpassen, um wechselnden Bedürfnissen gerecht zu werden. Zum Ende seiner Rede richtete sich Garden Ash auf Deutsch an die Bürger. Ich persönlich finde es unglaublich bewegend, dass sich heute Flüchtlinge aus aller Welt nach Deutschland sehnen, als wäre es das gelobte Land. Es ist doch wunderbar, dass Deutschland heute wie eine Insel der Stabilität, der Besonnenheit und der Liberalität aus einem Ozean des nationalistischen Populismus herausragt. Vor diesem Hintergrund müssten Deutschland und Frankreich gemeinsam vorangehen, so Garden Ash, um Europa weiter zu gestalten. Mehr zu Garden Ash finden Sie in der Tagesschau-App. Dort stellen wir Ihnen den britischen Historiker ausführlich vor.